Ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge American Truck Simulator. Und ja, eine Woche später ist jetzt auch das nächste Update draußen. Wir spielen jetzt mit 1.49.2. Genau, hier, bla bla bla. Und tatsächlich, natürlich auch alle DLCs. Wo immer die Dinger sind. Genau, hier, Kansas. Und dieses komische Farming-Dingster-Monster, genau. Die habe ich jetzt auch. Ja. Achso, übrigens, also, das hier ist ja die Windows-Version, die gecrackte Version aus dem Internet, die ich halt nutze, damit ich halt besser meine Sessions trennen kann, aber ne, damit jetzt hier, wie gesagt, ne, nur damit ihr mal wisst, was hier abgeht, ich mache mal hier ganz kurz mein Workspace. So. Starte ich mal kurz meine Steam-Version. American Truck Simulator. So, das ist jetzt die offizielle über Steam gekaufte Version. Und natürlich habe ich auch hier alle DLCs gekauft. Ja? Also auch hier habe ich, also man sieht ja, ne, alle installiert. Speziell jetzt auch Kansas und Farming. Ne? Also ich habe die Dinger auch tatsächlich gekauft. Ja? Nicht, dass hier einer ankommt, der Junge spielt derzeit die gecrackte Version, ist ja klar, dass er alles hat. Nee, ich kaufe mir auch so alles. Ja, wie hier sieht man sogar. Warum auch immer sich dieses Fenster hier öffnet, ich habe keine Ahnung. Weg damit. Ja, also wie gesagt, auch auf Steam habe ich alle DLCs, alle Spiele, also alles komplett legal. Nur wie gesagt, zum Aufnehmen macht sich halt das über Wine besser, weil ich halt über Wine hier, mal ein bisschen größer, kann ich genau hier dieses Umlenken machen, dass ich sagen kann, okay, ich habe eine direkte Umgebung, speziell für meine Aufnahmen. Und deswegen mache ich das halt über Wine. Weil das geht unter Steam nicht ganz so einfach. Deswegen, ja. Na, nur für die, die sich da gerne drüber aufregen. Bitte. Ihr könnt mir gar nichts. Ich wohne in Kanada. Gut. Wir weiter hier, so. Jetzt nochmal starten hier. Das gute Stück. Also, wie gesagt, wir haben neue DLCs. Das heißt, wir können jetzt auch mal in Kansas vorbeischauen. Ist übrigens ist gestern rausgekommen, das DLC. Ja. Ist also noch nagelneu. Ich habe auch noch nicht wirklich reingeguckt. Also, ich habe mir die Map halt angeguckt. Aber drin gespielt habe ich jetzt nicht. Das heißt auch für mich komplett neu. Wie immer, eigentlich. Ansonsten, ja, genau, ich bin ja schon auch die letzten 8 Folgen jetzt mit der 1.49, wo ja auch da nochmal Neuerung dazu gekommen ist, ne? Schönere Skybox, dies das Ananas. Von daher bin ich mal gespannt. Genau, Änderung am Schild festgestellt. Yeah, Kansas City. Wupp, wupp. Die Frage ist, das Schöne ist halt dadurch, dass man, wenn die Änderung festgestellt wurde, was ja ein neues Kartenabschnitt ja ist, man immer ausruhen kann, wo man hin möchte, kann man immer direkt zur neuen Karte hingehen. Dem wird einfach sagen, wir gehen einfach mal, gehen wir so mittig oder gehen wir eher so links? Ich würde mal sagen, mittig. Mittig klingt gut. Bestätigen. Bam. So. Ja. So. Ach ja, genau. Wir haben ja gerade mal $80. Digga, läuft bei uns. Wobei, läuft wirklich bei uns, weil, ne? Keine Schulden und so. Also, bei uns gibt es kein Fremdkapital. Unsere Firma besteht ausschließlich aus Eigenkapital. Schafft das erstmal. So, und wir gucken jetzt mal, ob wir hier gleich eine schöne Fracht haben. Wir haben jetzt auch, wie gesagt, diese Farming, dieser Bumster-Mod. Das heißt, es gibt jetzt auch Farming, also mehr Farming-Geräte. So wie ich gehört habe, ist das auch tatsächlich speziell zum Anlass von dem Kansas DLC rausgekommen, weil in Kansas halt auch relativ viele Farmingbetriebe wohl sein sollen, im echten. Dementsprechend sich es dort angeboten hat, das zusammenzulegen dann. Ja, ist natürlich die Frage. Oh, guck mal hier, da haben wir zum Beispiel ein wunderschönes Fahrzeug für Landwirtschaft. Leider kann ich nicht gucken, was jetzt wirklich neu ist. Also was für neue Aufträge es jetzt gibt, so. Ich weiß gar nicht, was. Wir haben hier diesen komischen
Diesen komischen, wo ist hier? Genau, für den Browser. Kann man hier irgendwie sehen? Oh, ist was Schwarzes? Ja, war ja klar. Das kann nur bei dem neuen sein. Da ist scheinbar noch irgendwas verbuggt. Habt ihr gut hinbekommen, SCS-Software? Bin stolz auf euch. Ja, gut. I don't know. Gut, aber dann bleiben wir also doch erstmal bei unserem Auflieger und machen mit dem halt ganz normale Aufträge in Kansas. Und gucken mal, was es da so gibt. Kann ich das hier einfach eingeben? Kansas findet irgendwie gar nichts, kann das sein? Bis weil ich aber erst mal reinfahren, um hier wirklich Aufträge zu bekommen in die Richtung. Können wir kurz nach preiswerteren, ein bisschen kürzere Strecken sein? Das ist leider falsch. Ich schätze mal, wir müssen mich hier wirklich nach diesen Kürzel suchen. Und eben, CA ist für Kalifornien, das ist nicht das Kürzel für Kansas. Da habe ich keine Ahnung, wie es abgekürzt wird. Das hier? Ah ja, ist doch Kansas. Ha. Cool, können wir da noch direkt suchen. Kansas. Tada. Ah ne, können wir nicht. Was, wieso nicht? Achso, scheiße. Aber wir sind mal zu wissen, wo wir noch müssen. Kansas, hier, bumm. Easy, dann nehmen wir doch den Auftrag einfach mal direkt. Oh, ist sogar so lang auf... Hey, halt. Ach, nee, Frachtmarkt brauchen wir doch. Wollte ich gerade einen Auflieger suchen. Dachte mir gerade schon, hey, warum? Ich meine, war ein schöner Auflieger, keine Frage. Aber wir haben ja keinen Auflieger. Den wollen wir weiter nutzen. Kansas. Da haben wir doch was. 17 Stunden läuft er ab. Das klingt machbar. Let's go. Ein paar schöne Chemiefässer. Das kommt immer besser. So. Ich habe jetzt immer bei meinem Bildschirm, ich habe jetzt den auf Maximum Helligkeit gestellt und die anderen beiden hier auf niedrig. Das ist natürlich, die Kamera kommt damit nicht so sehr klar. Jetzt ist der Bildschirm völlig überlichtet und die beide da flackert. Ja, völlig überlichtet auf der Kamera. Wenn ich jetzt alle hell mache. Erstmal hier Pause. Oh, so geht's besser. Problem ist halt so. So ist halt am besten für die Kamera. Aber ich weiß halt nicht. Oh, mal gucken. Let's do this. Achso, mein Kopfhörer erstmal. Ja, halt. Na, ja, geil. So. Dann würde man sagen, erstmal hier direkt Musik an. Easy. Wir müssen nach hinten. Da ist die Auffahrt. Wie sieht eigentlich allgemein mit unserem LKW aus? Dem geht's gut. Okay. Tanken oder sowas? Nein, no, brauchen wir beides nicht. Ich meine, gut, davon ist gleich eine Tankstelle, können wir gleich mal reinfahren. Wir haben jetzt einen kleineren Tank, wohlgemerkt, ne? Wir haben jetzt nur noch einen 220er. Von daher, wann immer wir tanken können, sollten wir dies auch tun. So, na dann, let's go. So eine Ausfahrt, ja, das ist eine Ausfahrt. Er ist Boss. Ach, scheiße. Ach, da kriegen wir doch schnell wieder rein. Wie viel haben wir? 3 Tage, ne? Sollte man schaffen. Ja, baldmöglichst. Was eine Aussage. Cool, wir sind mal wieder in den Miesen. Ist ja mies. Hallo Junge, dann halt nicht. Get
Ich hoffe, wenn wir in Kansas sind, regnet es ein bisschen weniger, damit wir doch mal schon das volle Landschaft sehen. Warum habe ich eigentlich meinen Blinker schon ausgeschalten? Jetzt vielleicht ausschalten. So. Ach, der will auch noch links abbiegen. Oh Mann, ey. Das kann dauern. Links ist frei. Gut. Vorne nach links abbiegen? Okay. Tatsächlich. Ja, wir fahren geradeaus weiter. Wieso fährt der erst los, wenn er dann wieder stehen bleibt? Ich dachte, der Junge fährt. Aber er bleibt auf einmal wieder stehen. Was für ein Opfer. So. So. Und schön weg mit dem. Hat er verdient. So. Hey, halt! Der hat mir eingebaut. Oh, der Junge lenkt ihn ab. Warum sind wir im Fasten? Schauen wir mal, schauen, ob wir es an den Briefkästen vorbeischaffen. Ha! Ne, überhaupt nicht. Keine Chance. Jetzt sag nicht, dass man die nicht umfahren kann. Man kann sie nicht umfahren. Diese ganze Stelle ist schon wieder super dunkel. Warum bewegt sich der LKW, obwohl ich keine Tasten drücke? Der bleibt immer stehen, so, oder wie, hä? Leco mio, aber sowas von hart, gar kein Bock. 35. Oh mein Gott. 35 war ja gerade erst. Gut. Dann fick auf alles.
find a new route. Make a Aber die eigentlich? Get ready to turn right. Turn right. This is where it is. So, Frachtmarkt. Gut, einmal annehmen. Ah, nett bis dahin. Vorwärts oder rückwärts? Ich schätze rückwärts. Ja, rückwärts. Immer noch Regen? Unangenehm. Der steht immer noch oben. Wollt ihr nicht mal nach Hause fahren? Hallo. Ciao, ciao, ihr Luschen. So, na dann, ab nach Kansas. 400 Meilen gerade mal, okay. Hatte irgendwie gehofft, dass es aufhört zu regnen, aber naja. Dem scheint er wohl nicht so. Oder wird es schwächer gerade? Wetten enden, wo es wieder enger wird, wird immer wieder 45. Diese Geschwindigkeitsregeln, ich weiß ja auch keine Sau. Mit 3% brauchen wir hinten nicht zur Werkstatt fahren. Ah, der Rad hat aufgehört. Los, fahrt da vorne. Ja, grün.
Nein. Ha, geschafft. Ich sehe die Leute von überall, Ackerfläche und alles. Also sehr landwirtschaftlich angehauchtes Gebiet. Ja. So, wir sollten rechts bleiben. Da vorne ist wieder Staugefahr. Hätte zwar jetzt gedacht, dass auf die linke Spur wechselt, aber gut. Ich glaube sogar aufgrund der Art, wie KI programmiert ist, dadurch, dass der versucht, auf seiner Spur zu bleiben, wird er auch nie von der Spur runterkommen. Ergo, bleibt er jetzt immer in diesem Kleeblatt drinne. Er kommt aus dem Kleeblatt wahrscheinlich nie wieder raus. Kann man eigentlich irgendwie mal überprüfen? So. Ich weiß gar nicht mehr, welcher LKW das überhaupt ist. War ein schwarzer LKW. Scheiße, da hinten, oder? So. Oh, guck mal, der Interesse ist jetzt auf die andere Spur gewechselt. Aha. Aber eben, also, wir können sie zwar schon, aber die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist halt einfach höher, dass man irgendwie die ganze Zeit auf den Spuren bleibt. Glaube ich zumindest. Wir müssen uns mal auf einen LKW konzentrieren, Alter. Ich weiß gar nicht mehr, wer jetzt wann von der Ziel gekommen ist. Ich weiß nur, dass da hinten der blaue und der gelbe, die sind gerade aufgeploppt, beide. Die sind beide neu. Ah ja, wie gesagt, guck mal. Die anderen beiden bleiben halt einfach auf die. Ich sehe, wir können einfach mal hier Warp machen, ne? So, wir wollen einfach mal hier den einen. Den schwarzen, der gerade umlang fährt. Der bleibt komplett in der Kleeblattformation. Der fährt nie wieder runter. Und das ist halt meistens so, dass sie halt immer drauf bleiben. Wie gesagt, nach einer Weile kommen sie halt runter, weil die Wahrscheinlichkeit halt relativ gering ist, dass sie auch auf die andere Spur wechseln. Aber im Großen und Ganzen werden sie doch relativ häufig einfach drauf. Weil einfach geradeaus durchzufahren, hier unter der Brücke, also meine Maus gar nicht, ist halt für die angenehmer, als die Spur zu wechseln. So. Ja.
Oh, ich glaube, da vorne ist die Grenze. Müssen wir jetzt runter? Ah, nee. Mit Telepass können wir auch einfach gerade draus durch. Sehr gut. So was hört man gerne. So, die wollen da rauf. Das sehen wir mal lieber nach links. Nicht, dass wir uns auch den Lack abkratzen. Das wäre nicht so geil. Dann würde ich mal sagen, soll das für die Folge auch gewesen sein an der Stelle. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Bis dann.